we are living in a fast fashion world. So people are so much concerned with money, profit, as opposed to the planet. And I believe it has to be like three P's: people, planet, and profit. The three has to be connected, the three P's. In den letzten beiden Folgen haben wir uns angeguckt, wie riesige Mengen Secondhand-Textilien, aber eben auch Neuwaren von den Konzernen über die Sortierwerke und Recyclinganlagen am Ende nach Ostafrika gespült werden. Hier landen sie zwar meistens erst auf den Märkten, aber am Ende, egal ob kaputt, neu oder ausgetragen, in der Natur. Denn von den sogenannten Mitumba-Ballen lassen sich oft nur 50% für die Händler zu Geld veräußern. Die andere Hälfte der enthaltenen Textilien ist für den direkten Verkauf, also als Kleidung, unbrauchbar. It's like betting sometimes. You are not sure of the quality, especially for the newcomers in the market. A lot of the items that come in first either have flaws that made them unsellable, or they were just used up far too much. You buy a bill, it's full of rejected clothes. In dieser Folge wollen wir euch nun einige Projekte vorstellen, die sich dieser Klamottenflut entgegenstellen und die alles daran setzen, den Kreis der Kreislaufwirtschaft doch zu schließen. Den Kreis, den Konzerne, Industrien und Regierungen schon beim Design nicht mitdenken und auch am Schluss versäumen zu schließen. Textilien in besonders schlechtem Zustand werden von den Wastepickerinnen, den Sammlerinnen, downgecycelt. Beim Downcyclen entsteht aus Kleidung ein weniger wertvolles Produkt, als es zuvor war. In der letzten Folge haben wir euch gezeigt, wie in Nairobi Kleidung im Fluss landet. An der Stelle, an diesem Ort in der Mitte des Kikuma-Marktes, sieht es einfach furchterregend aus. Aber gleichzeitig finden sich an diesem Ufer viele Menschen, die versuchen, aus diesen Resten unserer Überkonsumgesellschaft noch etwas herzustellen. Es muss aber nicht gleich Downcycling sein. Ein einfaches Umnähen macht aus einem alten Textil wieder ein tragfähiges Kleidungsstück. Das ist Reuse. Gerade aus den USA kommen zum Beispiel oft riesige Größen an, viel zu groß für die Käuferinnen auf dem kenianischen Markt. Beim Besuch der Märkte in Tansania und Kenia und selbst am Nairobi River in der Mitte dieses Gewühls finden wir überall Nähstuben, wo Textilien verkleinert werden, umgestaltet werden, gestopft werden, umgenäht werden oder in jeder Art und Weise persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben angepasst werden. Eine weitere Form der Weiterverwendung ist das Upcycling. Hier entsteht aus einem Produkt ein noch höherwertiges Produkt. Auf Kikuma haben wir die leidenschaftlichen Upcycler von Suave kennengelernt. Sie sammeln hier auf dem Markt unbrauchbare oder kaputte Jeans und andere Baumwollprodukte und aus denen designen sie wunderschöne, hochwertige Rucksäcke oder Taschen, die sie dann auf dem lokalen, aber auch internationalen Markt verkaufen. Der Goldstandard und die grundlegende Idee einer Kreislaufwirtschaft ist natürlich das Recycling, damit eine Ressource im Kreislauf gehalten wird. Beim vollständigen Recycling entsteht aus einem Kleidungsstück und aus seinen Fasern wieder ein neues Garn und daraus kann wieder ein komplett neues Produkt hergestellt werden. Der Kreis ist also geschlossen. Wir konnten auch die Visionäre von Africa Collect Textiles kennenlernen. Sie sind die ersten Textilsammler auf dem ganzen Kontinent. Ihre Vision sind getrennt gesammelte Textilien und eine kreislauffähige Textilwirtschaft für Ostafrika, am besten gleich für ganz Afrika. Neben Textilsammlungen direkt bei den Menschen zu Hause, also wirklich in den Dörfern, in den Slums, haben sie auch die ersten Textilsammelstellen aufgestellt, also solche Container, wie wir sie auch in Deutschland kennen. At the current moment we are working with Kenya Institute and Research Development, KIRDI. It's a government body that's helping us to set up the shredder machine. Anything that we feel we cannot use, we are going to throw into our shredder. We are going to do what we call mechanical recycling. Allerdings, wie in Europa, bleibt auch hier der Nutzen hauptsächlich auf sortenreine Textilien, also Textilien, die aus einer bestimmten Naturfaser oder einer bestimmten chemischen Faser bestehen, beschränkt. Mischgewebe sind auch hier weiterhin Sondermüll. Leider werden aktuell nur 1% der Kleidungsstücke recycelt. Das Ziel wären hier ganz klar 100%.
Aber dem steht im Weg, dass die Fast Fashion-Industrie zu 70% aus synthetischen Geweben produziert und das eben meistens noch als Mischgewebe. Und Mischgewebe sind nichts anderes als Sondermüll und können niemals recycelt werden. We are living in a fast fashion world. So people are so much concerned with money, profit, as opposed to the planet. Yeah? And I believe it has to be like three pieces: people, planet and profit. The three has to be connected, the three pieces. Right now, I'd say our impact is basically like a drop in the ocean. Because if our production is about three, even a maximum of 500 a month, compared to what's being produced every week and every day and every month, like that's barely any impact. So if everyone was going about it this way, then maybe we'd be able to make more. I'm not advocating banning of secondhand clothing. What I'm advocating is global brand has to be responsible by what they are producing. I feel like the best way would probably be making clothing that's built to last. Maybe they can even put aside, like, for every cloth they sell, then a euro or some cent for recycling and development of, you know, sustainable solution. Then it will be going to the right direction, and then we keep the second-hand clothing, and then we are all looking for solution. I purely believe that human beings have the capacity to resolve their own issues. Manche Dinge, vor allem die kaputten Plastiktextilien, lassen sich aber beim besten Willen nicht mehr upcyclen. Dieser Müll landet dann auf den informellen Mülldeponien zwischen den Häusern, in den Flüssen oder eben auf den riesen Mülldeponien wie in Dandora. In der letzten Folge unseres Vlogs zeigen wir euch dann Dandora, die größte Mülldeponie des Landes, Menschen, die auf und mit Dandora leben, und wir fassen zusammen, was sich ändern muss in der internationalen Textilindustrie und in unserer Gesetzgebung. Seid auch dann wieder mit dabei.